Ja, Freunde, lang ist es her. Heute mal wieder ein kleiner Thementalk am Start. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht und habe mir ein Thema ausgesucht, das mich auf jeden Fall, ja, ich will es nicht sagen betrifft, aber mit dem ich mich auf jeden Fall schon seitdem ich auf YouTube und auch schon davor, seitdem ich mich eigentlich mit Mode aktiv beschäftige und vor allem seitdem ich auf Instagram Outfit-Bilder poste, beschäftigt und auch zunehmend oder in letzter Zeit auf jeden Fall gut genervt hat. Und zwar bin ich selbst in letzter Zeit oder vor einigen Monaten vor allen Dingen sehr unzufrieden gewesen mit meinem eigenen Style. Habe viele von meinen Outfits einfach nach einer Woche, nachdem ich die gepostet hatte, gar nicht mehr gefühlt. Und ja, ich habe mir gedacht, es ist auf jeden Fall mal ein Video wert. Man kann da auf jeden Fall mal drüber reden. Shoutouts gehen an der Stelle auch raus an Robert Friedrichs, der hat dazu auch schon ein Video gemacht. Und ich verlinke euch auf jeden Fall sein Video, in dem er darüber redet, über seinen eigenen Style. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Checkt es gerne aus, sehr interessant. Und ja. Eine Bitte habe ich an der Stelle noch, und zwar es würde mich wirklich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es euch dabei geht. Also ob ihr auch quasi öfters mal das Problem habt, dass ihr mit euren eigenen Outfits unzufrieden seid nach kurzer Zeit, beziehungsweise ob ihr generell euren eigenen Style gefunden habt, wo ihr sagt, jo, das ist die Schiene, in der möchte ich jetzt erstmal für nächste Zeit bleiben, oder ob ihr auch öfters mal euch so ein bisschen lost fühlt in der dem Modekosmos. Würde mich auf jeden Fall interessieren, und es wäre auch sehr, sehr spannend, denke ich mal, für alle. Und vielleicht kann man sich da gegenseitig ein bisschen helfen. Wie gesagt, heute stelle ich euch auch die Sachen vor oder die Tipps, die ich eben ja, angewandt habe, dass ich jetzt mittlerweile wirklich relativ zufrieden bin mit meinem eigenen Style. Das aber auch noch nicht so lange. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem Thema. Ich habe es schon angedeutet, seitdem ich besonders auf Instagram meine Outfit-Bilder poste, also ungefähr seit, ich weiß nicht, einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, vielleicht auch schon ein bisschen länger, ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich häufiger sehr unzufrieden gewesen mit meinen Instagram-Beiträgen. Ihr werdet sehen, ich habe auch schon die neuesten beiden wieder archiviert, weil ich einfach wirklich überhaupt nicht zufrieden war mit den Fits. Mir wirklich eine Woche später schon teilweise gedacht habe, yo, was ist das für ein Outfit so? Ich finde das selbst, das Außen, also was ist aus Außenstehende, aber ich finde es nicht nice, wenn ich mir das ganze Outfit hier anschaue und so weiter. Und ja, also wie gesagt, seitdem ich das Ganze auf Instagram mache, ist mir es auf jeden Fall bewusster geworden, dass ich eben sehr schnell unzufrieden bin mit meinem Style. Und das liegt eben vor allem daran, dass ich auf Instagram immer so ein bisschen den Druck habe, sage ich jetzt mal, oder die Anforderungen habe an mich selbst. Wenn ich ein Outfit poste, dann muss es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool sein. Ihr wisst es selbst, ich poste nicht so häufig auf Instagram, wobei ich, und deswegen gehen auch Shoutouts hier an mein Instagram, an mein Twitch raus, checkt sehr, sehr gerne aus. Auf Instagram fast, jetzt nicht daily, aber schon sehr, sehr regelmäßig, alle 3 bis 5 Tage ungefähr, mindestens eigentlich, ein Outfit in meiner Story poste, so ein Daily Outfit quasi, wie ich einfach auch rumlaufe, zur Schule gehe und so weiter. Checkt sehr, sehr gerne aus. Das ist so ein bisschen, ja, die authentische Seite auf meinem Instagram. Und ja, auf Instagram habe ich immer versucht, eben wie gesagt, Bilder zu posten, die oder Outfits zu posten, die ein bisschen besonderer sind, die ich so oder so ähnlich vielleicht schon bei anderen Leuten gesehen habe, wo ich sie sehr, sehr cool fand und ich mich natürlich dann davon inspirieren lasse. Aber was oftmals der Fall war, war, dass ich einfach diese Outfits gepostet habe und wirklich so noch nie in Real Life gerockt habe oder auch noch so noch nie mit dem Gedanken gespielt habe, die in Real Life zu rocken, sondern die eben auf Krampf, sag ich jetzt mal, für Instagram irgendwie angezogen habe. Und ich finde, damit ein Outfit cool rüberkommt und auch wirklich cool aussieht und damit man auch sagen kann, die Person hat einen coolen Style, wenn man das so sagen kann, zählt neben den Klamotten an sich auch immer so ein bisschen die Attitude dazu, die man auf dem Foto dann auch entsprechend eben mehr oder weniger erkennen kann. Wie bringt eine Person das rüber? Ist die selbstbewusst? Fühlt die den Fit oder fühlt die den eher nicht? Ich denke mal, zum Beispiel, wenn Louis Doppelgarden jetzt ein Outfit von, was weiß ich, von einem JD tragen würde, dann würde der sich auch eben nicht so cool aussehen in dem Outfit wie jetzt beispielsweise ein JD. Und ein JD würde schon gar nicht in einem Louis Doppelgarden-Fit so cool aussehen wie ein Louis Doppelgarden, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, keine Ahnung, bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich diese Fits wirklich nicht verkörpert habe oder meistens nicht verkörpert habe. Natürlich waren das schon Pieces aus meinem Kleiderschrank und auch irgendwo dann Sachen, die ich cool fand und so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war das halt nicht wirklich mein eigener Style, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern es war eher so ein bisschen eben, ja, der Stress to impress, sagt man dazu, glaube ich. Und ich habe auf jeden Fall mittlerweile beschlossen, dass ich einfach keine Lust mehr habe, so geistig hohe Anforderungen an mich selbst zu stellen und das Ganze versuchen, ein bisschen authentischer rüberzubringen. Natürlich werden auf Instagram die nächsten Beiträge, die ich poste, immer noch wahrscheinlich Outfits sein, die ein bisschen extravaganter sind, als ich vielleicht dann in Real Life wirklich eins zu eins mit denen rumlaufen würde. Einfach weil man ja auch mal ein bisschen was ausprobieren möchte oder das ein oder andere Accessoire vielleicht gar nicht mal so nützlich ist, wie man sich das einredet, wenn man damit ein Instagram-Bild schießt. Aber ja, das ist auf jeden Fall so die Sache. Und eine Sache,
Sache, die ich da auch wirklich dabei gelernt habe, ist, oder eine Sache, die ich auf jeden Fall gemacht habe, um das Ganze so ein bisschen ja, zu verbessern, ist auf jeden Fall, dass ich beschlossen habe, dass ich auf jeden Fall mehr Geld ausgeben möchte für Klamotten, die ich mir kaufe. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich auf einmal viel mehr Geld auf meinem Konto habe. So ist es nämlich leider nicht. Deswegen checkt gerne meinen Kleiderkreisel aus. Ich verkaufe da zurzeit einige Vintage-Sachen. Falls ihr da interessiert seid, checkt sehr, sehr gerne aus. So ist es leider nicht, Freunde. Da müsstet ihr mir noch dann ein PayPal Money Pool oder sowas organisieren, damit ich das machen könnte. Ich habe mir einfach gedacht, es lohnt sich, ein bisschen mehr Geld eben in die Hand zu nehmen und mir vielleicht einfach weniger Klamotten zu kaufen, aber die ich mir dann kaufe, wirklich hundertprozentig nice finde, mich auf jeden Fall drin sehe, dass Klamotten sind, die mir passen, die zu meinem Style passen, zu der Schiene, die ich fahre, beziehungsweise auch Klamotten sind, die so ein bisschen eben mich weiterbringen, vielleicht in meinem eigenen Style. Man möchte sich auch weiterentwickeln und so ein bisschen vielleicht so die Richtung angeben, in die ich mich hinorientieren möchte in der nächsten Zeit. Und ich bin mir da auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass es sich da lohnt, mehr Geld auszugeben für. Und da sage ich, rate ich euch auch, Freunde, ja, scheut nicht, ein bisschen mehr Geld mal für eine Sache in die Hand zu nehmen. Ich garantiere euch, wenn ihr euch da ein paar, ja, wenn ihr euch da auf jeden Fall gute Gedanken zu macht, auch hier nochmal direkt zwei Shoutouts in einem Video an den lieben Robert, aber auf jeden Fall verdient. Checkt auch gerne hier nochmal ein Video ab von Robert. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Da hat er eben fünf, sagen wir, Stichpunkte genannt, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, wenn man sich eben überlegt, ein Kleidungsstück zu kaufen, um dann eben auch dieses wahllose Kaufen und Konsumverhalten eben ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Denn ja, ich rate euch wirklich, kauft euch ruhig mal ein paar teurere Klamotten, wenn ihr das Geld dazu habt. Es ist natürlich sehr abgehoben, weil teure Klamotten, wie gesagt, kosten halt auch Geld. Nicht jeder kann sich das Ganze leisten. Aber ich rate euch, kauft euch lieber ein paar teurere Klamotten und dafür wirklich deutlich weniger. Kauft euch nicht für den Sommer 10 neue Shorts, sondern kauft euch vielleicht nur zwei. Dafür zwei Shorts, die wirklich ultra nice sind und euch wirklich gut gefallen. So habe ich es auch gemacht, Freunde. Short kommt wahrscheinlich erst in 4 Wochen raus an hier im Video. Aber ihr werdet es dann auf jeden Fall auch sehen. Deswegen abonnieren lohnt sich, Freunde. Ihr merkt schon hier, Cliffhanger direkt mit ins übernächste LPU eingebaut. Macht es auf jeden Fall. Überlegt euch da wirklich gut, ob ihr die Klamotten braucht und vermeidet am besten diese Fast Fashion Stores, Freunde, ihr kennt's. Ich zum Beispiel, das glaube ich, das letzte Mal, dass ich bei H&M, Zara oder New Yorker einkaufen war, war bestimmt 2018, wenn nicht sogar 2017 oder so, dass ich mir das letzte Mal dort was gekauft habe. Abgesehen jetzt vielleicht mal von Uniqlo, da war ich schon in der letzten Zeit noch ein bisschen am Einkaufen. Aber ansonsten wirklich bin ich bei dieser Fast Fashion Sache wirklich raus. Ich kaufe, wenn ich mir günstige Sachen kaufe, eigentlich alles eben Vintage generell. Kaufe ich fast alle meine Sachen Vintage bzw. klaue sie aus den Kleiderschränken von meinem Dad und von meinem Opa. Aber auch hier habe ich gemerkt wirklich, dass ich bei den Sachen, die ich mir Vintage kaufe, teilweise einfach nur Sachen gekauft habe. Und ich glaube, wenn man sich Fast Fashion kauft, dann ist es eben genau dasselbe, die ich nicht gebraucht habe, aber wo ich mir einfach gedacht habe, yo, das sieht cool aus, das sieht so ähnlich aus wie das Outfit von irgendjemandem bei dem auf Instagram, aber das eben überhaupt nicht mein eigener Style war, beziehungsweise auch null zu mir gepasst hat, dann hast du noch das Problem, dass der Schnitt vielleicht gar nicht mal so nice ist dann und das Piece sitzt dann bei dir doch gar nicht so nice, wie du es dir vorgestellt hast und dann sieht das Outfit eben auch gar nicht mehr so cool aus. Deswegen, ich empfehle es euch wirklich, Freunde, versucht da ein bisschen den Gang runterzufahren, kauft euch weniger Klamotten, macht euch mehr Gedanken, ob das wirklich ein Piece ist, das ihr braucht, das euch auf jeden Fall weiterbringt, beziehungsweise in euren Style reinpasst, in euren Kleiderschrank, oder ob ihr das nur kauft, um irgendwas auf Instagram zu beeindrucken, so wie ich das auch mit Sicherheit in letzter Zeit gemacht habe und irgendjemandem ja, damit zu impressen. Wie gesagt, Freunde, das ist auf jeden Fall der falsche Approach. Ja, wie gesagt, bei mir war es jetzt auch so, dass ich einfach auf Instagram oft Outfits getragen habe, die ich so nicht an mir sehe und die so auch wirklich null zu mir passen. Und ich einfach für mich beschlossen habe, dass ich das Ganze nicht mehr machen möchte. Seitdem ich, wie gesagt, ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe für Klamotten und mir ein bisschen mehr Geld auch gemacht, ein bisschen mehr Geld gemacht habe, ein bisschen mehr Gedanken auch gemacht habe, was ich trage und einfach auch ein bisschen mehr auf mich selbst, sag ich jetzt mal, gehört habe und nicht irgendwie nur irgendwelche Fits kopiert habe von irgendwelchen coolen Influencern oder so. Seitdem bin ich auf jeden Fall deutlich zufriedener mit meinem Style und der ist auf jeden Fall auch nochmal ein Stück uniker geworden, würde ich behaupten. Wie gesagt, Freunde, schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung und eure Erfahrungen zu in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob ich es in nächster Zeit auf jeden Fall noch schaffen werde, meinen eigenen Style zu finden. Falls ihr auf jeden Fall bei diesem
bei dieser Entwicklung, bei diesem Entwicklungsprozess dabei sein wollt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Wie gesagt, ich poste auch relativ regelmäßig in meine Story zurzeit meine Outfits. Falls euch das interessiert, checkt das sehr, sehr gerne aus. sbscn-fits, wie gesagt, auf Instagram. Ansonsten schreibt auf jeden Fall eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Seid ihr im Moment zufrieden mit eurem Style oder nicht? Es würde mich auf jeden Fall wirklich super interessieren, wenn da der eine oder andere seinen Senf dazu abgeben würde. Und ja, wie gesagt, Freunde, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Nächstes Wochenende kommt auch ein LPU online, das das eine oder andere etwas teurere Kleidungsstück beinhält. Letzte Woche eine Celine-Brille gekauft, Freunde. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall das letzte Video aus. Haben noch gar nicht so viele von euch gesehen. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe mir einen Grey gekoppt. Und ja, ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Peace.